Eine Eröffnung ohne Öffnung für die Besucher präsentierten die Verantwortlichen des LWL Römer Museums am Freitag, dem 26. März 2021, bei einem Pressetermin. Hintergrund der Einschränkungen sind die gestiegenen Corona-Erkrankungen im Kreis Recklinghausen mit einer Inzidenz von aktuell 119 Fällen je 100.000 Einwohner. Wir hatten natürlich gehofft und bis vor kurzem sahen die Werte ja auch bei uns hier in der Region und im Kreis Recklinghausen so aus, als hätten wir eröffnen können. Aber das sieht nun anders aus, sodass wir diese Ausstellung heute Abend nur digital eröffnen können. Aber auch digital kann man sich die komplette Ausstellung ansehen, zum einen im Internet oder heute Abend auch bei der digitalen Eröffnung. Und wir hoffen, dass wir irgendwann in doch baldmöglichster Zukunft auch wieder für Besucherinnen und Besucher eröffnen können. Also derzeit ist es ja so gewesen, dass man nur nach vorheriger Anmeldung in Museen oder dergleichen hineingehen konnte. Auch das wäre bei uns dann möglich, dass man bei uns anruft oder eben eine E-Mail schreibt und dann sagt, ich würde gerne in der und der Zeit kommen. Wir haben dann bestimmte Zeitfenster vorgesehen, in denen man dann die Ausstellung besuchen kann. Wir haben festgelegt, in diesen Sonderausstellungsraum dürfen 7 Leute gleichzeitig, hier in diesen Bereich dürfen 30, 40 gleichzeitig. Unser Sicherheitspersonal würde dann genau aufpassen, dass nicht zu viele Leute in der Ausstellung sind. Ein Highlight der Eröffnung sollte die neue Ausstellung aus der Schatzkammer der Cäsaren werden, die zunächst nur digital zu bewundern ist. Gemmen wurden überwiegend von Männern getragen, waren Schmuckstücke der Männer, aber es ging dann nicht um die reine Zierde, sondern sie waren Symbole der Macht. Und was ich hier eben besonders gut finde, diese Gemmen, diese Kunstwerke, die wirklich hervorragend sind, sind natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Und es ist gar nicht so einfach, diese Stücke auszuleihen weltweit, weil einige Häuser geben die einfach gar nicht ab. Und da haben wir jetzt natürlich hier einen Glücksfall, dass wir halt einen Künstler hier haben, der diese Stücke nacharbeitet, sodass man sich eine Vorstellung davon machen kann, wie hat das überhaupt ausgesehen. Stücke seines Schaffens präsentierte Edelsteingraveur Gerhard Schmidt. 20 Prunkstücke römischer Steinschneidekunst hat er mitgebracht. Ja, das begann eigentlich Ende der 90er Jahre. Ich war mit einem Geschäftsfreund in Wien im Kunsthistorischen Museum und wir haben uns die großen Kamelen angeschaut und das war eigentlich der Anlass, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe mich dann in die Literatur eingelesen und fand dann doch, dass dann einiges im Argen liegt, dass einige Kamelen falsch erkannt wurden. Und das war eigentlich der Grund, das mal zu beginnen. Und es beginnt erstmal mit dem Rohstein. Also man hat einen Stein, der dann doch 20, wenn man eine große antike Kamel nachschneiden möchte, mit einem Stein, der 20, 30 Kilo wiegt. Das heißt, der muss erstmal durchgeschnitten werden. Also die nutzbare Lage wird herausgetrennt. Dann beginnt man, den Stein in Form zu schleifen. Dass man den Stein, den man herausgetrennt hat, also das Stück vom Rohstein, wird in Form geschliffen und man macht dann eine Vorzeichnung und fängt mit relativ grobem Werkzeug an, das Ganze erstmal ein bisschen freizulegen. Und mit der Zeit nimmt man immer feinere Werkzeuge, geht immer tiefer in den Stein herein. Zum Schluss wird das Ganze dann noch poliert, die Oberfläche wird geglättet und dann poliert. Ja, und dann ist der Stein fertig, nach einigen Monaten Arbeit. Museumsleiter Dr. Josef Mühlenbrock und sein Team hoffen, dass die Corona-Inzidenzwerte rasch wieder unter 100 fallen, sodass eine normale Öffnung des Museums möglich wird.